guten Abend. Wir öffnen heute die Lichtprojektion in Gedenken zu den Opfern von Hanau. Und in 6 verschiedenen Bundesländern wird zeitgleich diese Lichtprojektion quasi gezeigt. In Berlin, Hamburg, Erfurt, Stuttgart und letztendlich auch hier in Wiesbaden. Und ich gebe jetzt das Wort an den Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Reden werden Sie heute Abend keine mehr hören, sondern es ist ein anderes Projekt, was wir heute Abend hier haben, zum Gedenken an die Opfer des 19. Februar 2020, des schlimmen Anschlages in Hanau. Der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat hat diese Initiative ergriffen, heute in einer Reihe von Landeshauptstädten diese Projektion zu zeigen und hat uns gefragt, ob wir sie auch hier in Wiesbaden zeigen wollen. Und selbstverständlich haben wir das sehr gerne übernommen. Und insofern vielen Dank, lieber Ibrahim Kitzelgütz, der Vorsitzende unseres Wiesbadener Ausländerbeirates, und lieber Julius Gomez als Vertreter des Landesausländerbeirates. Vielen Dank für diese Initiative. Wir hatten gerade eine sehr bewegende und eindrucksvolle Mahnwache der Omas gegen Rechts. Die richtete sich an die Menschen, die heute gezielt in die Stadt gekommen sind, um das Andenken an die Opfer von Hanau zu wahren. Diese Projektion hat eine andere Aufgabe. Hiermit wollen wir Passantinnen und Passanten ansprechen. Hiermit wollen wir einfach die Zufallsbesucher, die in der Stadt sind, ansprechen. Mit der Botschaft, wie wir sie heute schon häufig gehört haben: Say their names, nenne ihre Namen, zeige ihr Gesicht. Lass uns an diese Menschen denken, die damals Opfer geworden sind. Und deswegen haben wir hier für diesen Platz heute Abend ein stilles Gedenken vorgesehen mit dieser Projektion. Und ich bitte Sie alle, für eine Minute innezuhalten und der Opfer zu gedenken.